Yo, 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 schönen guten Tag wünsche ich euch allen. Oh, heute wieder Montag, neue Woche, gar kein Bock, dies, das. Und naja, man sagt ja immer, so wie die Woche startet, so geht sie weiter. Wie ich Montag morgens zur Arbeit erscheine. Bro, was hat dir der arme Stuhl getan? Aber ja, ich fühle. So habe ich mich auch immer in der Schule am Montag gefühlt. Und am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag auch. By the way, Mitarbeiter des Monats. So viel Energie am Arbeitsplatz ist doch gewünscht. Deutschland in 26 Sekunden erklärt. Holy shit. Die Arme muss 3 Jahre Therapie danach machen. Was soll die Scheiße? Hat der Kindern nichts Besseres zu tun, als willkürlich Leute zu erschrecken? Erstens ist es nicht lustig. Nicht lustig. Nicht lustig. Kein bisschen. Doch, ist ja ein bisschen lustig. Kein bisschen. Okay. Classic Deutschland. Ich hab's an dem Rucksack schon erkannt, dass sie eine Karen ist. Bruder, der Freund steht auch so daneben und hat gar keinen Plan, was er machen soll. Der Arme kann bestimmt auch gar keinen Spaß mit ihr zu Hause machen. Ein falscher Move und... Die ist echt krass am Ausrasten. Und wo wir gerade schon dabei sind, das hier ging in einer Fernsehshow ab. Oh, he looks like he's sleeping. Keep their eyes open, okay. Danger. Und es wurde vorher gesagt, dass da irgendwie ein Tier drin sein soll. Aber ich habe keinen Plan, was das für eine Show jetzt ist. Testen die da irgendwelche Produkte oder was? Sowas wie Höhle der Löwen? Holy shit. Ihre Seele hat kurz ihren Körper verlassen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die ganze Zeit schon gehofft, dass das passiert. So lustig, wie die Arme hochgeflippt ist. Oh my God, bro. Das war echt ekelhaft, ehrenlos, böse und gemein. Mach's nochmal. Mann baut Gitarre und schenkt sie einem Obdachlosen. Das Vertrauen in die Menschheit wiederhergestellt. Wow, was eine nette Geste. Wir brauchen mehr Menschen so wie ihn. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Video falsch rum abgespielt wurde und das hier eigentlich die normale Version ist. Damn, das war's mit der Gitarre. Das ist echt eine gottlose Aktion. Wieso tut man sowas? Und wieso sieht der eigentlich wirklich so aus wie ein obdachloser Penner? Der Arme, die Gitarre war das Einzige, was er hatte. Und jetzt? Ey, das tut mir echt leid. Aber naja, okay. Wer jetzt bei dem nächsten Ding lachen muss, ist wirklich gottlos. Mir wurde was auf Instagram geschickt und er hat dazu geschrieben, voll lustig. Ha 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 ha. Stotternde Abgeordnete in Portugal. Die erste stotternde Frau im portugiesischen Parlament. Und damit Sie es verstehen können, ist dies ein erster Auszug aus seiner ersten Rede vor dem portugiesischen Parlament. Comunidade Nacional aos imigrantes. Die Kommentare unter dem Video. Scheiße, ist das ehrenlos. Na, ich distanziere mich davon. Ich finde sowas nicht lustig und habe hier auch nicht drüber gelacht, okay? Dass das hier klar ist. Wieso schickt ihr mir sowas Gottloses? Und wo wir gerade schon so über gottlose Dinge reden, ich habe auf Twitter diese neuen Disney-Plakate gesehen für neue Filme, die bald in die Kinos kommen. Helmut, Bro, seit wann macht Disney einen Film über Malle? Einfach Mallorca. Ja, schöner der Playa mit den Jungs, ne? Rainer Etzler? Ey, was macht denn jetzt schon wieder der Drachenlord hier? Das ist ja auch sein Audi, über den er ja auch so einen Banger-Song gemacht hat. Das muss die Intro-Musik sein für den Film. Aber er hätte es auch wirklich verdient. Einfach ein Film über den Drachen, sein Leben. Ich würde mir das reinziehen. Ich sag zu Shorty so, ey, komm vorbei, Netflix and chill, dies, das. Und dann mache ich das einfach an. Ich hoffe ja auch, solche Momente werden verfilmt. Nicht erschrecken.
Wer ist mir mal die Fresse hältst, du Arschlochkelle? Ja, Mann, perfekter Filmeabend. Hamburger Royal TS, wow, 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 ain't no way, dass das sogar auch einen Film bekommen hat. Hamburger Royal TS! Okay, und wo steckt mein Film? Wann wird Disney einen Film über mich machen? Was gibt es denn noch? Egon Kowalski, oh Mann, if you know, you know, das ist echt bodenlos. Glaube nicht, dass ich mir das reinziehen würde. Und ich habe tatsächlich noch was gefunden, was eigentlich der Realität entspricht. Discord. Das sind einfach die Discord-Mods at its best. Gut getroffen. Genauso stelle ich mir Moderator auf Discord vor. Disney Pixar Stuffed? Nächstes. Disney Pixar Black... Wow, 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 nein, 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 stopp. Das geht jetzt echt in eine fatale Richtung. Anderes Thema, anderes Thema. Schreibt mal in die Kommentare, seid ihr eher PlayStation oder Xbox-Spieler? Also ich bin Team PlayStation, for real, weil bei Xbox habe ich immer Angst, dass das Ding irgendwie in Flammen aufgeht und dann mein gesamtes Zimmer brennt. Und jetzt sagt mir nicht, dass sowas nicht passiert. Xbox ist eh besser als PlayStation. Hoi. What the heck? Bro, what the f- Da kann man ja schon wieder ein Steak drauf grillen. Ah, deswegen keine Xbox. Wer weiß, was da alles passieren kann, wenn man 1-2 Runden zu lange mit den Homies zockt. POV, du hast Motivationsvideos geguckt. Walla, ja, Mann, Digga. Was hab ich mein Leben lang gemacht? Bruder, der hat so recht. Man muss was aus sich machen, solange man lebt. Ja, Mann, ich weiß genau, was er meint. Wenn man random in der Nacht um 3 Uhr irgendein Video sieht und man auf einmal die Welt übernehmen will. Man beschließt ab jetzt ein komplett neuer Mensch zu sein. Du recht. Man muss was aus sich machen, solange man lebt. Ich fange jetzt an zu punkten. Der Mann hat so recht. Ich fange lieber doch ab morgen an. Ah. Ja, genau so endet das dann immer. Einen Tag später, man hat schon wieder alles vergessen. Und die komplette Motivation ist weg. Scheiß drauf. Kein Bock mehr auf alles. Ich schwöre, ich habe das schon mindestens 20 Mal erlebt. Und immer wieder der gleiche Rückschlag am Ende. Ja, das Leben ist hart. Oh Mann. Playing with the loudest volume you will ever hear in Minecraft. Ja, you know what? Ja, okay. Was hast du mit meinen Ohren gemacht? Aber echt geiles Soundbild, Mann. I get so loud. Please don't. Ich f*** doch dieses verdammte Schaf. Wieso musste es ausgerechnet jetzt schreien? Ey, dieses Please don't von dem Typen hat mich gekillt. Please don't. Feels good to hear my ears. Fucking hell. Could be diamonds anywhere. Save his mask. Was zum Teufel ging da gerade ab? Das war wirklich zu viel für mein Gehirn. Was passiert, wenn da auf einmal ein Creeper kommt und explodiert? Ich brauche danach jetzt wirklich ein Hörgerät. Meine Ohren wurden zerstört. Frieden or Frieden? Leute, ich rufe dafür auf, dass wir am letzten Fortnite-Tag alle tanzen und nicht uns gegenseitig killen. Ja, Mann, alles klar, bin ich dabei. So, Leute, dafür rufe ich auf, dass wir alle nochmal am letzten Tag Spaß haben für OG Fortnite. Mit dem Hashtag Letzter Tag OG Fortnite. Nicht töten. Oder einfach nur Hashtag Fortnite OG Spaß. Ich werde auch diesen Hashtag spreaden. Hashtag Letzter Tag OG Fortnite nicht töten. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Spaß haben wollt, dann bitte macht am letzten Fortnite-Tag keine Kills und habt einfach bitte nur Spaß. Und mein Kumpel will jetzt noch was sagen. Okay, woher kommt der Kumpel jetzt? Und mein Kumpel will jetzt noch was sagen. So, Leute. Gut, er hat was gesagt. Ich wünsche euch alle noch einen wunderschönen Tag. Bro, what the f***? Er hat nicht mal irgendwas gesagt. Wie random war das denn? Was ist das jetzt für eine Ankündigung gewesen? Niemand wird sich daran halten. Keiner wird an diesem Tag nicht irgendwie killen in Fortnite. Was ist los mit dir? Ja, aber trotzdem, der Wille ist das, was zählt. Ich find's gut, dass du dich traust, was zu sagen. Und ja, du versuchst, was zu ändern in OG Fortnite. Für Fortnite, Mann. Für
nur Fortnite. Naja, Freunde, das war's auch mal wieder mit dem köstlichen Video. Falls ihr bis hierhin geschaut habt, seid ihr Kings. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.